Mahlzeit! In diesem Video zeige ich euch heute den sogenannten Red Bull Dosentrick. Und zwar wette ich mit euch, dass ich eine, ja die ist im Moment leer, also eine Red Bull Dose, die ich gleich mit Wasser befülle, auf den Kopf stellen kann, ohne dass etwas herauskommt, also ohne Hilfsmittel. Ja, das ist also wichtig dabei. Den Trick könnt ihr auch jedes Mal mit anderen Leuten vollführen, funktioniert jedes Mal. Am besten eignen sich halt diese Red Bull Dosen. Also, am besten eine leere, dann erstmal einen Schluck Wasser bzw. bis oben hin mit Wasser füllen. Dann macht es dann doppelt so viel Spaß, wenn es wieder rauskommt und man das auf den Kopf schüttet. Aber nein, das wollen wir natürlich nicht. So, dann schütten wir jetzt erstmal hier eine ordentliche Packung Wasser rein. So, das Ganze ist jetzt hier gefüllt bis oben hin. Und das, was ihr jetzt eigentlich machen müsst, ist den Deckel hier einfach mal hier so drehen und dann anschließend hier in diese Kerbe so einklemmen, ja, das war's schon, dann sieht es dann nämlich so aus. Und wenn ihr das Ganze jetzt rumdreht, normalerweise würde was rauskommen, aber wenn ich das jetzt rumdrehe, kommt also nichts mehr raus, ne? Wie man sieht, ja gut, wenn ich jetzt schüttel, ist das klar, aber ansonsten ist die Dose hier ansonsten verschlossen. Wenn ich es jetzt zur Seite lege, dann kommt natürlich dann die Flüssigkeit wieder raus, aber so ist es eigentlich perfekt dicht. Ja, womit hängt das jetzt zusammen? Das sind jetzt also zwei physikalische Eigenschaften. Einmal A ist das der umgebende Luftdruck, der also das Wasser bzw. der Tropfen, der hier eigentlich raus will, wieder nach oben hin gepresst wird. Das ist die erste physikalische Eigenschaft, der Luftdruck. Und die zweite physikalische Eigenschaft ist die Oberflächenspannung des Wassers in der umgekehrten Abfolge. Weil jedes Wasser oder jede Flüssigkeit hat ja eine sogenannte Oberflächenspannung. Bei Wasser ist sie am größten und deswegen kann also das Wasser hier nicht austreten. Das Ganze funktioniert, müsst ihr allerdings wissen, nicht mit Red Bull. Also wenn ihr das mit einer vollen Dose machen solltet, dann habt ihr dann Pech gehabt. Das liegt daran, dass innerhalb einer Dose ja sehr, sehr viel Zucker ist und Zucker hat auch ein eigenes spezifisches Gewicht. Das heißt, das ist schwerer als Wasser und wenn ihr das über den Kopf schüttet, dann schüttet ihr euch das wirklich über den Kopf. Also das bitte nicht machen, es sei denn, ihr seid lustig drauf. Deswegen an der Stelle nur mit Wasser. Ja, das war's auch schon wieder von diesem Video. Vielen Dank fürs freundliche Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.